Mein Name ist Dirk Richelmann, Architekt und Stadtplaner. Gute Planung heißt, die Vorschriften auch zu verstehen. Das ist nicht immer ganz leicht. Architekten sind Augenmenschen. Unsere Verordnungen und Gesetze sind hochkomplex. Deshalb ist es klasse, sie in Bildern übersetzt zu bekommen. Mein Name ist Arndt Köster. Ich bin selbstständiger Fliesenlegermeister aus Essen. Als Unternehmer musst du heute auf alles gefasst sein. Jede Minute ändern sich Themen, Kunden, Baustellen, Mitarbeiter. Alle paar Minuten ist was anderes. Die Kosten muss ich im Griff haben für meinen Betrieb und für meine Mitarbeiter. Ich heiße Selfet Jaksi, bin Dachdeckermeister, bin selbstständig. Ja, die Kunden haben hohe Ansprüche. Man muss versuchen, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Neue Vorschriften fordern neue Techniken. Mein Name ist Walter Fehr, ich bin Obermeister der Metallinnung Hof Geismar-Wolfhagen. Ich erwarte hier Fachinformationen aus erster Hand. Es sind sehr hochkarätige Referenten vor Ort. Ich freue mich auch auf Gespräche mit Kollegen zu einem Erfahrungsaustausch.
Fliesen und Platten. Die Fachzeitschrift. Ich lese Fliesen und Platten, seitdem ich selbstständig bin. Mir fällt ein, für uns speziell das Thema Untergrundvorbereitungen. Wie hat man vorzugehen, welche Aufbaumittel, welche Aufbauprodukte kann man da idealerweise nehmen? Fliesen und Platten hilft dem Fliesenleger bei seinen konkreten Fragen und Anforderungen. Wir präsentieren die Lösungen mit derselben Gründlichkeit, die auch vom Fliesenprofi erwartet wird. Jedes Detail zählt, sowohl auf der Baustelle als auch hier in der Redaktion. Fliesen baut man für die Ewigkeit. Wenn man sorgfältig arbeitet, dann darf nichts kaputt gehen. Überhaupt gar nichts, sondern es ist einfach nur ein Nichtgefallen, was zu einem Austausch von einer Fliese führen kann. Und dafür stehe ich als Meister. Fliesen und Platten. Für Profis von Profis. Wir haben die Experten. Für Fliesen und Platten schreiben renommierte Fliesenleger, Bausachverständige, Professoren, Rechtsexperten, Designer und Korrespondenten. Viele von ihnen exklusiv. Ich lese schon mehrere Jahre Fliesen und Platten und muss eigentlich sagen, dass schon mir eigentlich ein Satz reicht, wo ich sage, boah, das ist aber toll, das ist interessant oder das weiß ich noch nicht. Es war ja mal ein Thema über die dünnen Fliesen, wo wir auch lange als Fliesenleger rotiert haben. Und da hat Fliesen und Platten wirklich nachgehakt, dass alle 3 Monate konkret über dieses Thema geschrieben wurde. Und das ist dann eben auch wichtig, dass man da auf dem Laufenden bleibt. Fliesen und Platten hilft dem Fliesenprofi, viel Geld zu sparen. Zum Beispiel, indem wir zeigen, wie man teure Fehler vermeidet. Dazu gibt es Rechtstipps. Und alles für weniger als 17 Euro im Monat. Für meisterhafte Fliesenleger. Für meisterhafte Fliesenleger. Für meisterhafte Fliesenleger. Alles drin. Alles drin. Fliesen und Platten. Im Abo. Ein Muss für jeden Fliesenleger. Übrigens, Fliesen und Platten ist ausgezeichnet. Und zwar von der deutschen Fachpresse als Fachmedium des Jahres. Nehmen Sie jetzt an unserem Gewinnspiel teil. Jeden Monat attraktive Preise. Klicken Sie jetzt rein und gewinnen Sie unter www.fliesenundplatten.de. Und noch mehr Vorteile. Als Fliesen- und Platten-Abonnent haben Sie 25% Rabatt auf Caro, der Zeitschrift für den Fliesenhandel. Und Sie sparen 80 Euro beim Fliesen- und Plattenforum, dem Profitreff der Branche. Alles, was du brauchst, ist DDH. Für
Früher gingen die Handwerker auf die Walz, so, wo es noch gar keine Medien gab, ne, und haben sich über diese Art eben ausgetauscht, das Handwerk weiterverbreitet, Techniken weiterverbreitet. Das gibt es ja heute in der Form so nicht mehr und deswegen brauchen wir andere Medien. Und da hat sich das DDH ja über viele Jahre, Jahrzehnte etabliert. Ne. DDH ist jetzt im 135. Jahrgang. Das ist eine der ältesten Fachzeitschriften, die es in Deutschland überhaupt gibt. Das ist richtig. Früher sind die Lehrlinge auf die Walz gegangen. Das ersetzt DDH heute, denn wir bilden die ganze Bandbreite des technischen Könnens der Dachdecker ab. Die neuesten Ausführungstechniken, alle wichtigen Regelwerksänderungen und die aktuellen Markttrends. DDH hält die Dachdecker ständig auf dem Laufenden, und zwar alle 14 Tage. Gerade Wärmedämmung und Klimaschutz ist ein Thema, was sich ständig weiterentwickelt. Und gerade in dem Bereich ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man dann ein Magazin hat, was dann einem Hilfestellung gibt. Der Dachdecker ist generell ein Vorreiter, was den Klimaschutz angeht. Wir versuchen Ihnen den aktuellen Stand der Technik aufzuweisen. Gut, in letzter Zeit waren vor allen Dingen Ausführungen über Details in Bezug auf Luftdichtheitsschichten, Dampfsperren. Wir helfen dem Dachdecker, den Überblick zu behalten. Ein ganz wichtiges Thema, diese Rechtstipps, die es von dem Juristen Reinders gibt, der zum Beispiel so ganz Alltäglichkeiten aufgreift. Ne? Kunde zahlt nicht, welche Chancen habe ich, an mein Geld zu kommen, wenn meine Arbeit korrekt war? Kommunikation ist das Thema Nummer eins. Wenn der Bauherrn alles sagt, dem Architekten alles sagt, der macht am wenigsten Fehler. Rund 90.000 Menschen arbeiten in deutschen Dachdeckerbetrieben. DDH verbindet sie zu einer Gemeinschaft. Ich bin Dachdecker geworden, weil ich mir schon als Kind eigentlich nichts Besseres vorstellen konnte. Also was mir von Anfang an am besten gefallen hat, das war die Teambildung, die natürliche Teambildung. Weil man ja nie alleine unterwegs ist und ohne Teamwork würde auch die ganze Arbeit nicht funktionieren. Das Team muss sich kennen untereinander. Genauso ist es auch bei uns in der Redaktion. Das ist genau meine Welt. DDH ist Teil der Branche. Ich könnte mir das Dachdeckerhandwerk ohne DDH nicht vorstellen. DDH ist überall dabei. Alles, was du brauchst, ist DDH. Erleben Sie die Dachwelt neu, ganz einfach und überall mit DDH Digital. Interaktiv, modern, mobil. Mehr Wissen, mehr Können, mehr Erfolg. Alles, was du brauchst, ist DDH. Jetzt testen. www.baufachmedien.de/DDH